Wie idyllisch, eine Spielstraße. Aber der Fahrer des Rettungsdienstes, der deswegen hier entlang schleichen muss, findet das gar nicht lustig. Warum gibt es hier ein Spielstraßenschild? Ja, den Sinn dieser Spielstraße habe ich bis heute auch nicht ergründen können. Die Spielstraße ist hier fehl am Platz, zumal hier diese ganze Straße eigentlich in erster Linie unserer Zufahrt dient und nur ganz wenige Anwohner vorhanden sind, konkret nur 2 Anwohner da sind. Heißt für den Fahrer des Rettungswagens, dass er mit 6 Stundenkilometer im Regelfall rausfahren muss. Das ist eine Behinderung. Das ist eine ganz klare Behinderung. Das ist eine Verlängerung der Alarmfahrt im Einsatzfalle. Das heißt, die Einsatzstelle wird später erreicht. Dort, wo es vielleicht auch auf Sekunden ankommt, ist hier eine massive Behinderung bis zum Einsatzort geschaffen worden. Wir starten hier ca. 10.000 Einsätze pro Jahr von dieser Rettungswache aus. Davon sind ca. 70% zeitkritisch. Was sagt die Stadt dazu? Als wir das gemerkt haben, natürlich direkt in die Gespräche mit der Stadt eingestiegen. Es gab bereits einen Ortstermin hier mit Vertretern der Stadt und die Situation wurde begutachtet. Leider hat sich bis heute nichts geändert. Es gibt einen neuen Aufreger in Fulda. Es geht um die Spielstraße beim Roten Kreuz. Das gilt jetzt so gemeinhin als Schildbürgerstreich. Was sagen Sie dazu? Ja, bedauerlich ist zunächst einmal, dass das Deutsche Rote Kreuz sich dort über die Medien an uns quasi gewendet hat, nicht direkt. Bei uns ist kein Vorgang bekannt, dass sich das Deutsche Rote Kreuz oder ein Vertreter sich direkt mit der Stadtverwaltung in dieser Sache in Verbindung gesetzt hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir die neue Zufahrt zur Rettungswache des DRK eigens für das Rote Kreuz geschaffen haben. Und dass dadurch sich auch die Zeiten, die Ausrückzeiten, wie das DRK selbst sagt, um mindestens 1 Minute verkürzt haben. Jetzt ist natürlich gleichzeitig mit dieser Schaffung dieses Zugangs zur Sickelzer Straße die Möglichkeit entstanden, dass ein Abkürzungsverkehr von der Neuenberger Straße zur Sickelzer Straße entsteht. Das ist nicht beabsichtigt und das ist natürlich auch nicht gewollt. Insofern ist dort diese Spielstraße angeordnet worden. Das wird derzeit geprüft, ob das konkrete Hinweisschild für die Spielstraße, ob wir das ein wenig Richtung der Rettungswache im Bereich des Feuerwehrmuseums versetzen können, um den Weg, den die Rettungsfahrzeuge im Bereich der Spielstraße zurücklegen müssen, minimieren zu können. Aber tatsächlich spielende Kinder habe ich da noch nie gesehen. Das muss ja auch, die Spielstraße ist ja erstmal nur verkehrsberuhigter Bereich. Hm. Das heißt ja nicht unbedingt, dass dort Kinder spielen müssen. Es ist ein verkehrsberuhigter Bereich, um eben Fußgängern, Radfahrern, die dort unterwegs sind auf diesem Wegegelände, möglichst wenig zu gefährden. Osthessen News. Sehen, was bewegt.